Recht herzlich willkommen zur 152. Folge von City Skylines. Ja, was mir letztes Mal aufgefallen ist, wo ich das Video kontrolliert habe, das war, dass hier unten Strommangel war. Jetzt ist es hier aber wohl durch die verlassenen Häuser natürlich wieder so, dass das vorbei ist. Also da ist ein kleines Problem mit dem Strom, ne? Da müssen wir schauen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen mit dem Strom. Aber das wird sich schwierig gestalten. Aber wir müssten dann hier unten haben wir ja noch drei Kraftwerke, die hätten wir dann schnell aktivieren müssen. Die schalte ich auch mal wieder ein, hier die drei. Damit wir hier in dem Gebiet mehr Strom haben. Denn das war nur hier das Problem, glaube ich. Und hier noch irgendwo abgeschaltete Anlagen? Nein, sind es nicht. Da könnte man eher hier noch welche abschalten, wenn, ne? Weil da wird wahrscheinlich genug Strom dann gewesen sein. Machen wir erstmal so, zwei weg. Und schauen, was passiert. Es sind wieder verlassene Häuser halt da. Ja. Sollte man die wieder aufräumen? Das ist die Frage, ne? Dafür muss man hier wieder gucken. Können wir auch so machen. So machen. Den weg. 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 Da können die neue Industrie auf jeden Fall dann da bauen. Obwohl es eigentlich egal ist, wo die momentan bauen, ne? Wir sind wieder am Abreißen, ne? Das ist klar. Aber damit wächst die Wohnqualität halt. Neben Bauruinen will keiner so gerne wohnen, ne? Das ist so. Sind dann schon zufriedener, ne? Würde ich sagen, ne? Da ist noch eins. Hier geht es dann weiter. Und so sind wir immer dabei, das Ding wieder ans Laufen zu kriegen, ne? Permanent und ständig. Jetzt sind wir hier gleich wieder bei einer Zahl, die ganz gut ist. Auf jeden Fall sind die kleinen Zahlen mir lieber, wenn sie im Minusbereich sind, wie diese vierstelligen, ne? Das war natürlich jetzt ein richtig großes Ding, was da wieder gelaufen ist, ne? Weg damit. Ja, Zahlen sind noch wieder minusgehend. Weg damit. Ja, die kommen wieder, das ist klar, ne? Weil hier sieht man noch, da ist immer noch ein Problem. Der Abtransport der Toten funktioniert im Endeffekt nicht und dadurch werden Häuser verlassen, gehe ich von aus. Das heißt, wir müssen da mal schauen, dass wir da was machen. Strom, verfügbarer Strom, nee, den will ich jetzt gar nicht sehen, sondern ich möchte jetzt gerne Gesundheit sehen, Bestattungswesen. Okay, hier sind jetzt, das ist hier der Grundstückspreis, der da, glaube ich, gedrückt wird, ne? Bodenrichtwert und das liegt daran wiederum, dass nebenan das schlecht aussieht, ne? Also Kapazität hier ist noch gut. Krematorien laufen ohne Ende. Müsste man auch noch gucken, ob man da nicht was machen kann, dass man da weniger hat. Schalte das doch mal aus.
Hier ist noch eins. Machen wir das da aus. Ja, auch Kosten, die wir einsparen. Hier können wir noch eins ausmachen. So, jetzt geht die Kapazität runter. Jetzt fasst es dann vielleicht auch, ne? Müssen wir schauen. Aber 395 Mitarbeiter sind noch da. Die Mülldeponie. Gucken wir mal da rein. 54% Auslastung. Zack, Bagger nehmen und abreißen. Ja. Da ist auch noch eins. Zack, kommt auch noch mal weg. Jetzt steigt die Auslastung hier über 50%. Sollte auch irgendwo in dem oberen Bereich sein. Wäre blöd, wenn halb voller Deponien hier rum sind, ne? Also hier bei 75% Auslastung sollte das schon möglich sein. Warum die da noch am Blinken sind, weiß keiner. So, Müll geklärt. Gehen wir nochmal in Strom rein. Ja. Hier kommen wir wohl nicht rüber, denke ich. Das ist einfach zu weit, ne? Auseinander leider. Wenn, könnte man es ja mal so, aber haben wir, glaube ich, schon gemacht, auch meine ich, oder? Wenn, wäre es auch jetzt nicht so wild, wenn da zwei Flächen mehr sind. Müsste mal gucken, ob die zusammenwachsen können oder nicht. Hier ist verbunden, ja. Hier wächst es. Also zwei Häuser wieder mehr, das ist doch gut, oder? Das ist grün, ne? Genau. Kommen da noch Gebäude hin, aber wir sind auf dem Runterweg, auf 41.000. Ja. Das Budgetfenster gibt man gerade her, wir müssen nochmal hier reingucken. Ja, da müssten wir eigentlich eher umgekehrt arbeiten, hier wieder auf 100% machen, ne? Und dann die komplett abschalten, ne? Lassen wir aber jetzt erstmal so stehen. Die höchsten Kosten bereiten halt der Müll noch, ne? Und da ist es. Müllverbrennung ist klar. Läuft. Auslastung der Mülldeponien. Sollte man da 10% runtergehen? Nein, wir bleiben da oben. Hier lassen wir unten, obwohl das vielleicht auch sinnig wäre, da was zu tun. Ich glaube, Linien einrichten kann man sowieso machen. Das ist ja kein Kostenfaktor in dem Sinne, ne? Aber man muss nur die Häuser angucken, was da das Problem ist. Dann wissen wir schon, hier ist Bodenrichtwert und wie gesagt, bestattungsmäßig fehlt es hier irgendwo. Warum das nicht funktioniert, ist aber die nächste Frage dann, ne? Weil eigentlich sagen uns diese Zahlen was anderes. Friedhöfe sind gut verteilt, Krematorien auch. Ist jetzt unerklärlich dann diese Sache, ne? Hier würde ich sogar noch einen von weg machen. Aber dieses Grüne sagt uns ja auch, dass der Bereich, wo der Friedhof wirkt, auch schlecht ist. Und gerade dieser hier zum Beispiel steht total an der falschen Stelle, weil da, wo der steht, sind keine Leute. Hier ist gar nichts grün bei dem, ne? Wird gerade geleert, oder? Ja, Gebäude leert sich, alles klar. Gibt es denn da auch noch welche, die sich nicht leeren? Also die stehen an der falschen Stelle, definitiv. Der zum Beispiel am Rand ist falsche Stelle. Hier geht, weil schon was abdeckt. Ne?
im Industriegebiet brauchst du gar keinen Friedhof, den brauchst du hier in den Wohngebieten, ne? Sterben tun die Leute zu Hause. Falsche Stelle. Müssen wir gucken, wenn welche leer sind, dass wir die passend verschieben dann. Hier, da, hier weniger. Und das sind alles verlassene Häuser hier, guck dir das an. Wegen fehlendem Strom. Warum haben wir keinen Strom jetzt hier angezeigt? Dann müssen wir hier wieder aktivieren, schnellstens. Waren wir da auch am Limit? Das war nicht gut dann, ne? Geht was weg? Ja. Muss noch mehr. Strom aktiviert. Gehen noch welche weg. Passiert hier was? Ja, nö, nicht wirklich, ne? Hier ist jetzt nichts zu sehen. Hier geht's nicht voran. Jetzt hat er auch wieder keinen Strom. Gerade eine Flaute oder was? Ja, kostet auch wieder Geld, ne? Verfügbarer Strom geht hoch, aber. Ja, der ist an der falschen Stelle verfügbar. Das ist das Problem wahrscheinlich, ne? Da müssen wir weiter gucken, dass wir das hinkriegen. Das läuft. Solarkraftwerk. Und wir hatten hier hinten das Atomkraftwerk. Na, Atom war nicht. Braunkohlekraftwerk war das, ne? Ne, doch tatsächlich ein Atomkraftwerk. Ja, was kostete das im Unterhalt? 8000. Wo ist denn das angeschlossen? Da. Ist nach hier auch angeschlossen. Das heißt, das ganze Gebiet hier würde mit Strom versorgt werden darüber. Dieses auch. Ja, zack, anmachen. Und dafür das andere ausmachen. Das liefert hier uns immer Strom. Und dann lieber diese hier ausmachen, die ja uns viel Geld kosten, ne? Der Ökostrom. Ne, das habe ich jetzt angemacht. 10 davon sind 2000. Aber mit Flaute und sowas. Das ist dann auch wieder nicht toll. So, die sind alle aus. Ist die Frage, wird das darüber versorgt? Stromversorgung läuft hier lang, da lang. Das heißt, diese könnten auch aus. Mal so rum. Zehn davon sind 800 dann.
Erst ausschalten, dann wegklicken. So, das ist da weg. Da auch ausschalten. Das da. Da auch aus. Das auch aus. So. Hier gibt es keine Anbindung, deswegen müssen wir es da hinten irgendwie wohl laufen lassen. Die haben aber auch kein Stromproblem hier hinten wahrscheinlich, ne? Müsste man dann beobachten, was da passiert oder nicht passiert. Dass hier der Strom ausfällt dann, ne? Guck, hier geht's weiter voran. Da, die können auch aus. Ja, wir kriegen jetzt wieder gerade Zuwachs. Strom ist wieder wohl da. Schon aus. Das klickt auch immer das Falsche an, ne? So, jetzt ja. Hier auch ausschalten. Weg damit. Auch aus, das ist verbunden damit, denke ich. Das Solarkraftwerk, was bringt denn das? Machen wir mal einmal aus. Das Kernkraftwerk ist das Richtige, ne? Das bringt uns mehr Power. Jetzt fällt es aber runter ein bisschen. Jetzt sehen wir schon mal. Aber da können wir die einzelnen hier noch ausschalten. Ja, fällt ein klein bisschen runter jetzt. So, da drinnen ist noch eins. Dann ist das hier schwarz. Ja, hier wäre noch ein großes. Wenn ich das ausschalte, glaube ich, ist das zu groß. Dann hier lieber die drei noch aus. Oder zwei davon. So. Jetzt läuft es mit dem Strom erstmal wieder. Aber dafür kommen unsere Leute natürlich langsam erst nur dazu. Müssen wir im Auge behalten, ne? Dass der Strom unser Problem ist. Ja, wenn diese Straße da mal angeschlossen werden würde, dann würde das auch fließen, ne, oder? Ne, tut's ja auch nicht, Quatsch. Dann muss da auch noch zu. Okay. Oh, jetzt ist mir mal verfügbarer Strom total zurückgegangen. Das ist nicht gut. Das liegt aber nicht daran, dass Leute kommen. Na, mehr Wind, ne? Und dann geht das wieder. Da müssen wir sehr stark aufpassen. Okay, hat kein Wasser. Vielleicht liegt es daran. Okay, jetzt läuft's. Und dann geht's auch auf volle Touren. Okay. Dann würde ich sagen, können wir doch noch was abschalten. Warte mal, haben wir Stromverbindung dann da nach da, ja. Verbrennungsanlage sammelt und verbrannt zur Stromerzeugung Müll. Okay. Warte mal.
Die erzeugen hier Müll ohne Ende, aber wir können hier nichts abführen. Das heißt, hier können wir eigentlich ein, zwei ausmachen, oder? Genau. Dann lass uns das mal ausmachen. Da ist noch einer. Den machen wir auf jeden Fall mal aus. Abreißen würde ich jetzt nicht. Erstmal nur ausmachen. Ist das Kriminalität? Ja. Gut. Das sind ja auch fast 3000, ne? Von den zwei ausgeschalteten jetzt hier. Das verlassen, ja. Warte mal, wenn wir jetzt den Strom angucken, dann sehen wir, dass das noch gekapselt ist. Dann würde ich schon fast sagen, machen wir hier in der Mitte. Aber wenn wir das jetzt wegmachen, gehen beide weg, ne? Wenn wir aber erst das abreißen und dann da wieder hingehen. Stopp, das ist jetzt weg. Dann können wir das einzeln ausmachen. Gut. Nochmal so und Strom fließt immer noch. Ja. Okay, das wächst weiter, das ist gut. Irgendwann haben wir eine Verbindung nach da, dann sind diese auf jeden Fall mit denen verbunden. Aber ob die sich mit denen noch verbinden lassen, ist die nächste Frage, wenn es hier irgendwo mal gebaut wird, ne? Aber möglich wäre es auf jeden Fall, diesen Weg zu nehmen dann. Dann würde ich ja fast sagen, lass uns das doch definitiv umbauen, dass der Weg genommen wird, weil der sicher hierüber ist nicht sicher. Und wenn dieses fertig ist, würde funktionieren, ne? Dann würde ich ja sagen, mach das hier weg. Die weg. Die bringen uns jetzt gerade nichts. Und hier hin. Industrie ist ausgewählt. Kürzesten Weg. Weiß nicht, ob das dann klappen würde. Machen wir den Strom an. Ja. Mach da lieber den. Gucken, ob das funktioniert. Geht. Denke ich mal. So, jetzt müssen die nur wieder kommen, ne? Das ist das Problem. Flächen noch wegmachen, vielleicht besser, ne? Mach sie weg. Damit dann irgendwo anders was wachsen kann. Ist hier noch was wegzumachen? Zack, zack. Da wachsen auch keine hin, ne? Hier ist kein Strom. Warum ist jetzt hier kein Strom? Was macht das Kraftwerk? Haben die jetzt Abwasserproblem? Super, ne? Ist das hier Abwasser? Ja, das ist Abwasser. Schnell einschalten. Eigene Versorgung, das Kraftwerk, ne? Super. Und dann liefern die keinen Strom. Ist außer Betrieb. Normal Betrieb und Strom müsste wieder kommen. Puh.
Abwasser nicht gedacht, ne? Und da klack, 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 alles gut. Die Leute kriegen wieder Strom und sind wieder glücklich und zufrieden und es wächst. Also hier, ah, das war auch Abwasser. Schön. Man muss wirklich jetzt genau darauf achten, was man hier tut, ne? Ja, okay, aber die Zahlen wachsen zum Glück wieder. Müssen wir mal gucken, dass wir wieder Richtung 47.000 kommen. Das war der letzte Stand oder so. Ja, und dann hoffen, dass es noch weiter wächst, dass wir es irgendwie weiter hinkriegen. Okay, dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.